Der Medcampus und der Neuromedcampus in Linz. 3,5 Kilometer liegen zwischen den beiden Standorten. Wir haben das dann einmal ermittelt. Also die Fahrzeiten sind ja eigentlich ident, aber durch die Parkplatzsuche mit dem Auto ist man eigentlich mit dem Fahrrad dann schneller am Ziel und ist auch eine kleine sportliche Betätigung der Mitarbeiter. Die Bewegung ist da. Der Unterschied ist der, viele Mitarbeiter verweigern das normale Fahrrad, wenn sie zu Terminen fahren, weil sie dann sagen, naja, da komme ich verschwitzt an, das möchte ich nicht. Und mit dem E-Bike ist das dann trotzdem weniger gegeben und wird dann eher auch angenommen. 19 E-Bikes stellt das Kepler Uniklinikum zur Verfügung. Die Mitarbeiter reservieren und leihen sich die Räder über eine App aus und nutzen sie für dienstliche und private Fahrten. Diese E-Bike-Flotte hat sich einfach absolut bewährt. Wir haben das hier seit 2017 im Einsatz, immer wieder ausgebaut, zuletzt im letzten Jahr nur um fast 30% die Flotte aufgestockt und es wird wunderbar angenommen. Grundsätzlich sind wir ein Klinikum mit zwei Standorten, den Medcampus und den Neuromedcampus, und natürlich gibt es immer wieder Anlässe, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig zwischen diesen beiden Standorten hin und her pendeln müssen. Für Sie will das Krankenhaus auch sichere Radwege durch Linz. Lückenschluss ist hauptsächlich ein Thema. Die Radwege sind ja vorhanden in Linz, aber sie hören sehr oft einfach auf. Aber wir sind da im ständigen Austausch auch mit den Radbeauftragten eben von der Stadt. Wir sind doch ein Krankenhaus mit den zwei Standorten, 7000 Mitarbeiter. Da haben wir doch auch ein bisschen was zum Mitreden und versuchen da, dass wir das ein bisschen positiv einbringen, dass wir Verbesserungen aufzeigen, und die werden eigentlich auch sehr oft umgesetzt. Damit die Mitarbeiter in 15 Minuten am Ziel sind, genauso schnell wie mit dem Auto.